ileride top tutan olan, top tutabilen, hava mücadelesinde bize topları kazandırabilecek ve ikinci toplarda agresif durabilecek oyuncu. Bunu da yakaladığı kafa pozisyonuyla kendisi kanıtladı. Hasteller hofft, dass sie das zweite Spiel in Istanbul, wo du sagst, wir können das nochmal packen. Ja, jetzt vorher schon angesprochen, die Situation da mit der gelb-roten Karte, der ist völlig unnötig, da muss ich nicht so in den Zweikampf gehen. Dann ein dummes Gegentor, das lässt die Chancen natürlich geringer werden. Aber meine Jungs haben jetzt diese Erfahrung mitgenommen. Für viele war es das erste internationale Topspiel auf diesem Niveau. Und sie haben jetzt auch gesehen, wenn sie ins Fußballspiel trauen, wenn sie mutig nach vorne spielen, ist natürlich was möglich, aber die Chancen sind sehr gering. İkinci golü çok kolay yedik. Kırmızı kartı çok gereksiz yedik. Kendi işimizi kendimiz dolaştırdık. Çoğu oyuncum için çok büyük bir tecrübe oldu. Çoğu oyuncum, genç oyuncum ilk maçına çıktı. Avrupa sahnesinde ilk maçtan oynadılar. Kendi kendimizi işimizi dolaştırdık ama yedik de dediğim gibi çok zor oldu. Teşekkürler. Takımda çekingenlik var mıydı? Çünkü ilk defa çok büyük böyle bir atmosferde oynadılar. Bu nedenle takımda zaaflar gördünüz mü? Also ich habe von meiner Mannschaft keine Überforderung gesehen. Im Gegenteil, ich habe gesehen eine Mannschaft, die von der ersten Minute an da war, die aggressiv war, die im Zweikampf war, die sich was zugetraut hat. Der frühe Gegentreffer hat Trainer natürlich in die Karten gespielt, aber ich habe keine Mannschaft gesehen, die uns klar dominiert hat, die uns klar gespielt hat, sondern wir haben immer wieder gut nach vorne gespielt, wir haben sehr, sehr mutig gespielt und ja, ich habe keine Unsicherheit oder Nervosität gesehen. Aksine ben oyuncularımda çekingenlik görmedim. Oyuncularım gayet kendilerinden emin futbol oynamaya çalıştılar. Sahada ben bizden iki gömlek üstün bir Fenerbahçe görmedim. Öyle bir şey yoktu. Öyle bir hissiyatım da yok. Futbolcularımdan eminim. Erken yediğimiz gol, yediğimiz kartlar, sakatlıklar bunlar hepsi bizim dezavantajımız oldu. Fenerbahçe'nin ama işine yaradı. Dediğim gibi oyuncularımdan çok memnunum. İyi oynadılar, çekingenlik falan görmedim. Was kannst du von der Qualität her für Spiel allgemein sagen von beiden Mannschaften? Ich glaube, dass es ein richtig gutes Spiel ist, war gute Stimmung von beiden Seiten, von beiden Fanlagern. Ich glaube, dass man schon gesehen hat, die Qualität vom Trainer, die Erfahrung, die Trainer in ihrer Mannschaft hat, die Qualität, die diese Mannschaft noch nachsetzen kann, die sie einwechseln kann. Da hat man schon gemerkt, dass da ein sehr, sehr guter Kader beieinander ist, eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft. Aber ich glaube auch, dass, was ich vorher schon gesagt habe, dass wir eine richtig gute Leistung gebracht haben, dass wir immer wieder gut nach vorne gespielt haben, aber dann halt aufgrund der Routine vielleicht oder den einen oder anderen dummen Fehler gemacht haben. Aber ich glaube, das war ein Sieg der Effizienz. Und ich glaube aber nicht, dass Trainer um diese zwei Tore besser war. Ich könnte mit einem 1-0 gut leben. Bence çok iyi bir oyun oldu. İki tarafında bizim tarafımızda yaşattığı atmosfer çok güzeldi. Bunun ilk tarafında böyle iyi olması çok iyi oldu. Fenerbahçe'nin kalitesi, tecrübesi ortada tartışılmaz. Baktığımız zaman yedek kulübesi bile çok güçlü, çok büyük bir kadro sahipler. Kulübeden bile nokta hamleler yapabildiler. Maçı yine dediğim gibi Fenerbahçe'yi diyeceğim iki gömleği için görmüyorum. Takımı çok iyi mücadele etti. Kendimizi aslında biraz kendimiz yendik. Ja, Thomas Schenk von der Aperture. Tam olarak Kutkovic'in sakatlığıyla alakalı bilgi alabilir miyiz?
Der Hustelik weiß ich noch nicht genau, aber er hat Oberschenkelverletzungen immer wieder gehabt, Muskelverletzungen auf beiden Oberschenkeln hat er Problematik gehabt. Er war auch behandelt bei Dr. Müller-Wohlfahrt, ist jetzt wieder zurückgekommen, hat gute Leistungen gebracht, hat mit der Mannschaft mittrainiert und jetzt wieder etwas gespürt, wo es jetzt genau war, aber ich denke, es war eher in der Hüftgegend und nicht am Oberschenkel. Kutkovic'in genelde çok kas sıkıntıları oluyor. Uzun zaman sakat kaldı. Son zamanda idmanlara geri döndü. Son maçlarda iyi performans sergiledi. Onun için bugün ilk 10'da da sürdük. Çıktığında yine kendini hissetmediğini söyledi. Tam olarak net bilgim yok ama tahminim kası bölgesinde zorlanma oldu. İlk yarıdan önce maç bayağı bir durdu. Fenerbahçe kalecisi yabancı maddeniz bir yerde kaldı. Bu durum hakkında düşüncenizi alır mısınız? Evet, natürlich die Situation hat mich sehr ärgert. Gott sei Dank ist der Torhüter stehen geblieben und hat weitergespielt. Sonst wäre das Spiel wahrscheinlich abgebrochen worden. Bei aller Euphorie und Freude über das Spiel und über vielleicht die Leistung unserer Mannschaft darf sowas einfach nicht passieren und das ist eine Aussage, nicht schwierig. Bu duruma kesinlikle çok üzgünüm. Çok gereksiz bir hareket oldu. Kaleci kalktı, devam etti. Düşünün ki kaleci kalkmasa bu hangi cezalara neden olabilir? Nelere tabir olabilir? Belki de maç iptal olacak. Çok büyük riskler yaşandı. Kesinlikle bir Avustralya Ligi'ne yakışan bir hareket değildi. Ich glaube, dass meine Jungs sehr, sehr viel Erfahrung mitnehmen können aus diesem Spiel. Da geht es um Tempo, da geht es um Cleverness, da geht es um körperliche Fitness, Zweikampfverhalten. Da merkt man in der einen oder anderen Situation, dass wir doch noch sehr, sehr viele junge Spieler in unseren Reihen haben. Ich glaube, wir haben insgesamt 50 internationale Spiele. Davon hat ein Spieler alleine 25, 26. In der Anzahl, also das zeigt schon, wie unerfahren meine Mannschaft ist, aber sie können da einiges an Selbstvertrauen mitnehmen, so wie sie aufgetreten sind, so wie sie versucht haben, Fußball zu spielen. Und sie haben schon gemerkt, dass da einiges möglich gewesen wäre. Und ich habe da eine Mannschaft gesehen, die sich weiterentwickelt hat, schon in diesem Spiel, die selbstbewusst aufgetreten ist, die aber Fehler gemacht hat, die man gegen so eine erfahrene Mannschaft nicht machen darf. Bu maçtan o yüzden kesinlikle lig için ve kendi bundan sonraki hayatları için çok tecrübe topladılar. Tempo olsun, akıllı oyun olsun, genel fizik olsun, ikili mücadele olsun. Gördük ki genç oyuncuların daha burada öğrenmesi gereken çok şey var. Düşünün, benim takımda toplam Avrupa maçlarına çıkan 50 tane maç var. Sadece bir kişi bunu 25'ini oynamış. Yani 50 maçta 25'ini bir oyuncu oynadı. Bu takımın tecrübesizliğini gösteriyor. Çok fazla tecrübe kazandık. İnanıyorum ki oyuncuların bugün oynamayı denedi. Kendi özgüvenlerinin yerine geldi. Daha çok özgüven topladılar. İyi oynamaya çalıştılar. Bugün bu sonuçtan daha fazlası olabilirdi. Şans yanımızda değildi. Evet. Son soru. Hast du das Spiel gegen Kasımpaşa angeschaut, den Kader genau detailliert analysiert und den Kader heute so erwartet? Ich habe 5 Spiele gesehen, nicht nur dieses Spiel, alle Spiele eigentlich gesehen, die letzten 5. Ich war gegen Slowakei in Tschechien, habe dazu gesehen. Meine Co-Trainer waren in Istanbul und das Spiel gesehen. Also wir haben die Mannschaft genau analysiert, wir haben vieles gesehen, was wir auch heute so erwartet haben. Der eine oder andere Spieler war heute nicht auf dem Platz, den ich vielleicht erwartet habe, aber Trainer hat einen Kader von, glaube ich, 30, 35 Spielern, die alle oder viele Qualität mitbringen.
Aber grundsätzlich ist vieles gekommen, was wir erwartet haben. Bu zamana kadar Fenerbahçe'nin son 5 maçını izledim. Kendim bizzat Slovakya maçında Türkiye'deydim. Yardımcı antrenörüm İstanbul'da Türk-Slovakya maçını izlemişti. Yerinde analiz yaptık. Beklediğim iki oyuncu şaşırmama sebep oldu, oynamadı. Fenerbahçe'nin kadrosunu 25 kişi olarak düşünürsek bundan olması normal. Es waren mehrere Spieler, die jetzt im letzten Spiel in der Startelf waren, die hätte ich erwartet gehabt. Da waren 4-5 Spieler dabei. Ich hätte auch in der Innenverteidigung Gustavo Henrique erwartet. Waren einige Spieler dabei vom letzten Spiel, die ich erwartet hätte. Ja. Son maça nazaran gerçekten ikiden de fazla oyuncu beklemiştim. Mesela bir tanesi Gustavo Henrique. Stoper olarak beklemiştim. Çıkmadı sahaya. Başlıyorsun. Ben sana danke für die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer von Viola zu verdanken an die Medienvertreter Fans for coming und für die Aussage vielleicht am Sonntag in Wolfsburg kann ich Ihnen und jetzt bis dahin gibt es mir noch eine Stimme gesprochen. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. İyi akşamlar.